War das gut, Jungs? War das ja, war gut. War gut? War ja? Nochmal? Man hat dich gehört. Achso, okay. Ah! War gut, Jungs? War gut? Ich hab fast geweint, weil das so emotional war. Ich weiß, ja, bei mir auch Trommelfell rissen. So, mit Manche, meine Klammer, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Heute spielen wir Fortnite Mörder und ich werde ohne Stoppen reden. Jungs, seid ihr bereit? Mit dabei ist heute Epic Game, Kid, Maeve und André. Go! Okay, wir sammeln ein. Digga, wir haben einfach. Ich bin Digga. Mörder. Tschüss, Digga. Wir haben kurz Anmod geskippt, Digga. Tschüss, wir haben echt Anmod geskippt. Freunde, wir spielen heute Mörder mit dabei. André, MBK und Kid Maschmorns. Bitte alle die Banane nehmen. Salam alaikum. Bro, was ist die Waffe, Bro? Okay. Lol. Ah, okay. Ich hoffe, warte mal, ist die Waffe noch? Nimm mal alle Banane. Okay, wir nehmen alle Banane. Ich habe keine Banane, immer noch. Dann. Hä? Oh, da haben wir reingeschissen. Egal. Dann was ähnliches. YOLO. Hä? Wo sind wir denn? Oh shit, ich bin schon in die Map gegangen. Okay. Ich auch aus Versehen. Ja. Egal, ich auch aus Versehen. Okay, Freunde, wir dann. Okay, dann würde ich sagen, Mörder beginnt in 30 Sekunden jetzt nur noch. Mörder muss schnell verstecken. Und ich würde mal sagen, Jungs, seid ihr bereit? Jungs, was passiert, wenn wir runterspringen? Was? Ich würde es auch passieren. Nicht, ich würde es auch probieren. Auch verwirrt, ey, ich bin schon runtergefallen. Ich bin schon runtergefallen. Ich hab's jetzt probiert. Okay, man, passiert nichts. Ey, geht die Map einfach nur im Kreis? Oder? Also, ich hab auch. Also, ich check's gerade auch nicht, was das für eine Mörder-Map sein soll. Und, ja. Kann man nicht irgendwie ins Haus rein oder so? Doch, man kann ins Haus rein, aber ich sehe euch nicht, Jungs. Ja, das ist doch gut, oder? Ey, ich wollte gerade sagen, in anderen Welten? Lol. Seid ihr auch. Ich bin Eiswelt. Ich bin in, Herbstwelt. Ich bin auch Herbstwelt. Man Jungs, kann traveln, Jungs. Okay. Was? Mit einem Boot, was? Bro. Reise zur zerstörten Insel. Was? Okay, Dodo for Life. Menschen. Checkt ihn ab von der Inselcode. Ist oben in der Info, in der Beschreibung. Inselcode. Und wir haben für André und Kidmaeve auch einen Mörder aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Mirkan auch eins aufgenommen hat. Wenn ja, dann checkt ihn einfach auch ab. Aber checkt die drei Jungs ab. Ja, ich würde mal sagen, Jungs, ihr wisst, Mörder. Ihr wisst, Mörderstimmung, Jungs. Der Schlüssel muss versteckt sein. Und, Axolotl? Was ist passiert? Ich bin auf die Blumenwiese-Insel gegangen, Digga. Und auf einmal rennt mir Axolotl entgegen, Digga. Und ich sehe, da liegt einfach eine Waffe, ein Revolver. Was für ein Revolver? Ich bin auf jeden Fall nicht Axolotl. Der normale Revolver, Digga, den man hat. Ach, du Mann. Ich war nicht auf der Blumeninsel. Ich bin auf der zerstörten Insel, falls ihr vorhin gehört habt, was ich gesagt habe. Und das heißt, wenn André nicht mehr redet, ist André tot. André ist gestorben und entweder MBK oder Odoman war Axolotl-Skin. Und das Ding ist, Jungs, ihr müsst euch überlegen, ihr könnt von jeder Map überall hinschießen, ne? Ach, man kann immer auf zwei verschiedene Inseln, Hauptinsel, zerstörte Insel. Genau, da bin ich jetzt. Hallo. Hier, ah, hallo. Ah, Jungs, hallo. Was geht? Hä, hey, warte mal. Einer hat Bananenskin genommen, schnell. Oder einer hat diesen Skin hier genommen. Warte mal, wer ist dann der Axolotl? André? André lebt also noch, Ahmed. Boah, warum sollte man Waffe droppen? Nein, Bruder. Axolotl hat seinen Skin geändert, du Idiot. Ach so. Ich glaube, es ist Odoman. Warte. Nein. Gute Erklärung. Ja? Ich habe gesagt, wechselt alle zum Bananenskin, weil ich bin der Einzige mit dem Bug, oh mein Gott, ich fall runter. Ja, aber, Ahmed, hör mir zu. Warte. Odoman, bist du Banane? Ich bin Banane, ja. Okay, dann ist es MBK. Warum? Warum will ich das dann? Ich dachte, Odoman wäre der Typ mit dem anderen Skin. Ja, Bruder, weil ich meinte am Anfang alle Bananenskin und du bist der Einzige, der einen anderen Skin hat. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ah, cringe. Ich muss mal ganz kurz, das war cringe. Das wir ganz friedlich klären. Oder ich mal, was ihr im Bananensmut sieht. Probier's doch. Okay. Oh! Ja, Digga, das ist auch so unfair. Oh mein Gott. Bruder, wir haben einen Schuss gegen zehn Schüsse, die fliegen. Wir hatten mehr Schüsse. Ach so, so meinst du. Willst du kurz POV hören? Ja, ich will POV hören. Ich kill jemanden. Auf einmal kommt Achmed und macht so, und er war so perplex, er hat mal geschossen. Oh shit, Freunde. Okay, aber Kidmaeve, stabile Runde gespielt. Leider. Ja, mir hat es auch richtig Spaß gemacht, danke. André auch und MVK natürlich auch. Ich würde sagen, er ist es. Ich würde mal sagen, wir starten hier rein in die zweite Runde. Round Nummer 2. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir sind alle gleich, außer der hier, der ist irgendein Cyborg. Das ist nicht so schlimm. Köpfe nach oben. Da geht's los. 3, 2, 1, go. Der Mörder ist ein stinkender Hörder. Die Waffe ist noch drin. Die ist noch drin? Wo? Was, Bruder? Ich bin drin. Junge, wie er mich verarscht hat. Ohne Witz. Okay, Freunde, dann würden wir sagen, gehen wir rein in unsere Lootpots. Alle werfen raus und gehen rein in die wunderschöne Map hier, Freunde, die ein bisschen verwirrend ist, aber wir sind alle hier. Digga, schimmer. Schlüssel muss versteckt sein in einer Minute. Wenn der Mörder das nicht tut, dann habt ihr eine Schweinsnase. So. Man bräuchte mehr Boote. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Man bräuchte mehr Boote. Wir brauchen Boote. Ich chill auf der Blumeninsel. Ich werde hier nicht weggehen. Von okay, Anfang das ist so, an. Mein Kind. Welche Zone bist du?
Blumeninsel. Wenn hier der Schlüssel ist, wenn hier der Schlüssel ist, dann bin ich Mörder. Aber ich bin nicht Mörder. Ich bin Blume. Bevor jetzt packt jemand echt in Blumeninsel den Schlüssel. Ey, ich hab Schlüssel gefunden. Blumeninsel. Halt's mal. Nee, kann ich nicht. Nein. Ey, ich bin runtergefallen, jetzt bin ich auf einmal. Doch, Blumeninsel. Wer ist bei mir? Wer ist bei mir? Pass auf! Jemand schießt auf mich. André? Ja. Ja, warum redest du auf einmal nicht? Wer ist gerade vom Boot gefallen? Ey, Jungs, er will euch verarschen. Wer ist gerade vom Boot gefallen? Ich. Kid Maeve. André hat mich gerade erschossen. Okay, ey, Jungs, ganz sass. Ganz sass. Warum? Hä? Er ist auf dem Boot und aimt durchgehend auf die Insel von Odoman. Ich weiß nicht, ob er versucht, Odoman zu killen oder so. Aha. Hä? Oder okay, Jungs. Aimt ihr nicht, um zu zoomen auf eine 10 Kilometer weit entfernte Insel? Nein, ich hab Optifine. Ja, Digga. Okay. Jungs, by the way, die Minute ist vorbei, der Schlüssel ist versteckt. Das heißt, wir fangen an mit dem Psychospielchen. Und André hat vorhin auf mich geschossen, aber er hat mich danach nicht getötet. Das heißt, André könnte eventuell der Mörder sein. Hä, wer ist nicht der Mörder sein. Achso, ja, stimmt. Die Blumen, ich bin nicht der Mörder, Odoman. Das ist klein, Digga. Das feier ich. Hallo, Odoman? Achso, ja. Ich wollte gerade sagen. Ich guck gerade hier so ein bisschen die Map an. Meckern? Zur Hauptinsel. Meckern ist, glaube ich, gestorben. Nein. Wer ist denn das hier mit den Flügeln? Oh, yes. Oh mein Gott. Nee, das ist Mirkan. Er ist runtergefallen, ne? Gerade? Ja. Digga! Okay, warte, ich sehe euch auf der Blue. Wir sind alle bei Dings, bei Blue. Da unten sind sie, Digga. Wer bist du, Bruder? Achso, ich weiß, wer du bist. Wollen wir auf die schießen? Nein. Warte, wir waren auf der Blumeninsel, André. Wir waren auf der Blumeninsel. Das heißt, der Schlüssel kann da gar nicht liegen. Wir haben drei Maps. Das heißt, entweder in der Hauptregion oder auf der zerstörten Insel liegt der Schlüssel. Ist das richtig? Kann das richtig sein? Ja. Du hast recht. Entweder hier oben im Turm. Safe. Dann ist es ein ekliger Mörder. Safe Call, Digga. Oder, also safe nicht Blumeninsel. Da kann es nicht sein. Da kann es nicht sein, Bro. Hey, warte, dann ist der Kid Maeve. Warum? Jetzt kommt wieder MBK-Logik, weil ich bin es nicht. Warte mal, Mirkan. Ja. Wo warst du denn am Anfang? Ich war ganz am Anfang, bin ich als erstes reingelaufen. Ja, wohin? Ich war durchgehend Herbstinsel. Und ich hab Kid Maeve von oben beobachtet. Also Hauptinsel meinst du? Ja. Nein, das war später. Nein. Doch, vorher war ich mit Odoman zusammen, glaube ich. Dann habe ich die ersten Sekunden vergessen, das Spiel, tut mir leid. Aha, das würde jetzt auch... Ich hab's echt vergessen. Also ich finde hier nichts, André. Hast du was gefunden? André? Das ist eine Lüge. André? Das ist eine schlechte Lüge. Das ist so eine richtig schlechte Lüge. André ist gestorben, wann denn? Ja, ach, deswegen ja. Oder auf so einer Map kannst du nicht spitzhacken. Das ist viel zu schwierig. Ich hab gar keine Spitzhacke. Geht, ne? Ja, du hast. Ja, man kann schon, aber ich denke eher, es wird geschossen. Bro, oder wenn man es wird so safe, springt, aber. Digga, dann machst du so eine Spitzhacke. Guck mal, das Ding ist, er ist bei mir auf der Insel gewesen. Mit mir auf der Hauptinsel. Und wir haben den Schlüssel gesucht. Ist er noch bei mir? Und es kann nicht sein. Und er hat den und guck mal, das Ding ist perfekt, wir können, oh mein Gott, André hat den Cyborg-Travis. Wir alle haben den normalen und André hat den Cyborg-Travis. Jungs, achtet auf den Cyborg-Travis. Okay, das war jetzt dumm, dass ich das sag, weil der ändert jetzt Saves. Also stellt sich Odoman so hin, wie als wenn es nicht ist, obwohl du es warst, oder wie? Dann bewacht die Skinboxen. Mhm. Die zerstörte Insel. Nein, der Skinbox war er nicht. Wer ist hinter mir? Kid Maeve, okay. Kid Maeve ist on me. Wo seid ihr? Seid ihr eigentlich? Ihr seid die ganze Zeit zusammen, kann es sein? Irgendwie ja, aber wir kennen uns. Ich weiß, wer es ist. Ja, alles klar, Digga. Es ist Odoman. Warum? Wieso? Weil Odoman, er hat so Plädoyers des Lebens gemacht. Der Schlüssel muss ja zerstörte Insel sein, weil bei den anderen klappt nicht und so. Dann ich gehe zerstörte Insel, der liegt genau am Anfang. Halt's Maul! Hä? Ich war doch gar nicht da, Bro! Hä? Es macht gar nichts. Zeig Bro, mal her, okay, André. André, warte mal. Wer ist das? Ich, wo ist André? Zeig mir her den Schlüssel. Ich bin hier. Ja, aber wo ist André? André ist nicht hier. Ja, André, komm her mit Schlüssel. Ja, dann komm her. Ich will den Schlüssel sehen. Wir sind alle vier hier. Das Ding ist, nein. Weißt du, was ich glaube? André will sich gerade proven als Mörder und hat die Schuld auf sich gegeben. Komm her und zeig den Schlüssel. Ich will wissen auch, wo der Schlüssel lag, weil hier waren doch Ahmed und Mirkan waren doch auf der Insel. Zeig Schlüssel, André. Warum sollte ich? Zeig den Digga, zeig Schlüssel. Digga, es ist André, Bro. Dann bist du es. Es ist André, Digga. Er hat ihn safe. Digga, nein, hat er nicht. Mirkan shootet richtig, Digga. Dann zeig ihn doch. Warum zeigst du nicht, Bro? Like auf mein Video, wenn es Zeig jetzt den Schlüssel, André. Nein, zeig ihn. André, Digga. Es würde dich doch safen. Bro, es ist so safe, André, Bro. Wenn du den Schlüssel nicht hast, dann bist du's. Okay, komm mit, Digga, in die Ecke, komm. Es kann trotzdem nicht sein, Bro.
André kann es aber auch gar nicht sein, Bro. Ja, warte, er soll mir den privat zeigen und ich sag, ob er... Er soll ihn mir zeigen, weil ich bin Aufnahme, weißt du? André zeigt mir. Ja, wer ist wer? Ich bin. Ja, ich Digga, bin das der, Ding ist, Bro, ihr beide macht es immer und dann wechselt ihr Schlüssel und so, dann kann man eh nicht glauben. Ich bin runtergefallen. Bro, aber nee, komm, guck mal, wenn du überlegst, Bro, ich und André waren fast die ganze Zeit Blumeninsel und Hauptinsel. Okay, Tamam, ich bin es nicht. Wer ist dann? Tamam, aber wer war... Ja, dann muss es entweder Kidman oder Merkan sein. Einer von euch beiden. Und wenn Mirkan sagt, ich bin's nicht und Ahmed die ganze Zeit nicht redet, ist Ahmed jetzt tot oder was? Nee, ich höre. Oh mein Gott. Ja, was sagst du dazu, okay. Ahmed? Oder ich weiß ehrlich gesagt okay. Gar nicht, wer es ist. Ich bin komplett verwirrt, Jungs. Okay, ich weiß, dass André nicht ist. Und warum zeigt André seinen Schlüssel nicht? Digga, ich weiß es nicht. André hat Schlüssel gezeigt. Woher weiß Mirkan, dass ich gezeigt habe? Ich hab nicht gezeigt. Hä? Okay. Wer ist denn Cyborg? Guck mal, er wollte Mörder-Double-Spiel mit mir machen. Nein, wer ist Cyborg? Cyborg ist André. André, Cyborg hat mir gerade Schlüssel gezeigt. Okay. Oh mein Gott, cringe, ich komm hier nicht raus, Digga. Ich glaube, du hast gerade einen scheiß Play gemacht. Ich? Ja. Mirkan wollte mit mir zusammenspielen, aber ich hab gar nicht. Nein, André hat mir gerade den Schlüssel. Hey. Hä, wie jetzt? André hat mir gerade den scheiß Schlüssel gezeigt. Wenn der Detektiv jetzt schon anfängt, auf Leute zu shooten, Digga. Bro, ihr verwirrt mich unnormal. Gemacht. André hat mir gerade den Schlüssel gezeigt, Jungs. Hat André den Schlüssel jetzt oder nicht? Ja, hat er. Hä, ich hab den nicht gezeigt. Du hast ihn. Dann hat irgendjemand anderes hat Dings. Kidmaf hat gleich. André, André hat ihn, will aber will ihn nicht zeigen. Ja, er hat mir den gezeigt. Guck mal, wow, es gibt ein. Ich bin das. Was ist das für ein Ding hier, Digga? Siehst du das? Was denn? Um den Baum. Das ist so schlangemäßig. Jungs, können wir das mal war schlecht, oder Mann? Das war richtig schlecht, Bruder. Was passiert? Er holt die Mörderwaffe raus, will schießen, Bruder. Ich geb ihm so einen Flick, Digga. Oh mein Gott, Digga. Krassesten Flick meines Lebens gegeben. Cringe. Das krasseste ist, Odoman wäre die letzte Person gewesen. Bro, ich hab so eine geile Runde gespielt, Bro. Ich hab so eine geile Runde gespielt, Bro. Wie lange hast du gebraucht zum Schießen, Digga? Bro, ich muss erst mal zielen, Digga. Was soll ich machen, Digga? Oh mein Gott, Freunde, ich hab's so geil aufgebaut und dann sterbe ich so dumm, Digga. Weil es war so perfekt. Ahmed sagt einfach gar nichts mehr. Ich hätte ihn so einfach zack, bam. Und weg wäre, Digga. Keiner hätte mich verdächtigt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Und natürlich auch mein Instagram und mein TikTok.